Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch im Jahr 2024 sind Aktien ein klares Muss. Jeder, der aus seinem ersparten, erarbeiteten Kapital etwas machen wird, muss es bewirtschaften, muss es arbeiten lassen. Und er hat Möglichkeiten. Man muss nicht jammern, dass der Zins so niedrig ist oder einfach zu wenig Rendite abgeworfen wird. Beteiligen Sie sich einfach an der Wirtschaft. An der Wirtschaft rund um diesen Globus, die täglich stattfindet. Denn so wie diese Grafik zeigt, in den letzten 120 Jahren, die obere Linie ist die Entwicklung der Aktien, was aus einem US-Dollar wurde, also aus einem Dollar stand heute 3.230 US-Dollar geworden. Also an der Wirtschaft hat man partizipieren können. Hingegen, wer sein Geld in Anleihen, also Zinsanlagen wie Festgelder, festverzinsliche Wertpapiere, oder gar im Barmittel angelegt hat, der hat das Nachsehen. Diese Grafik zeigt eindeutig, wie Geldbewirtschaftung funktioniert, nämlich durch Beteiligung an der Wirtschaft. In Zahlen ausgedrückt waren es in den letzten 100 Jahren ca. 8 bis 10%, die man pro Dekade in das Buch der Kapitalanlage einbuchen könnte. Und hier habe ich Ihnen mal die Dekaden der letzten 100 Jahre mal dargestellt, also immer ein 10-Jahres-Zeitraum. Und Sie sehen in der Mitte die Nulllinie. Und wir hatten neben Kursgewinnen und Dividenden lediglich eine einzige Dekade in 100 Jahren, als das Ergebnis nahe Null war. Also nicht negativ, sondern nahe Null. Im Durchschnitt aber sind alle Dekaden sehr positiv und kommen in etwa auf 8 bis 10% per anno. Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können. Und die auch in die Zukunft wahrscheinlich prognostiziert werden können. Denn es gibt gute Gründe dafür. Gute Unternehmen, auch in die wir selber investieren, setzen sich die Erträge folgendermaßen zusammen. 3% stammen in etwa aus dem Geschäftsmodell, das heißt Dividenden oder Aktienrückkäufe. Weitere 3% stammen aus dem Wachstum der Weltwirtschaft. Die Anzahl der Menschen auf dieser Welt wird immer mehr, der Konsum und der Lebensstandard steigen einfach. Das sorgt für eine stetige und nachhaltige Nachfrage. Und 3% in etwa kommen aus Innovation, aus Produktivitätssteigerung, aus Forschung, Entwicklung, künstliche Intelligenz momentan. Die Erde dreht sich weiter und wir entwickeln uns weiter. Also drei sehr konstante Parameter, die in Summe eben dieses Ergebnis 8 bis 10%, was ja wirklich herrlich ist, aber auch in der Vergangenheit stattgefunden hat, natürlich unterlegen. Schauen wir uns ein paar Positivmeldungen an. Negative gibt es ja in den Medien genügend, denn die Journalisten schreiben nicht über positive Dinge. Die Inflation in Deutschland und Europa ist deutlich wieder zurückgekommen, auch wenn wir jetzt im letzten Monat Dezember einen leichten Anstieg hatten. Der Grund dafür hat aber statistische Grundlagen und nicht preisbedingte Grundlagen. Das heißt, von dem hohen Niveau, das wir hatten, kommen wir wieder zurück in die richtige Richtung. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die Erzeugerpreise, die nämlich nach wie vor sich im Minusbereich befinden. In der Spitze waren wir bei minus 14,7 und sind aktuell bei minus 7,9. Das heißt, die Preise kommen bei den Erzeugerpreisen weiter zurück und werden helfen, die Inflation weiter nach unten zu drücken, vorausgesetzt natürlich, dass die Lohnabschlüsse sich in vernünftigen Rahmen bewegen werden. Für die Notenbankzinsen, auch hier sagen die Terminmärkte positive Signale für uns voraus, deswegen sind wir auch für Aktien in 2024 durchaus positiv gestimmt. Die Terminmärkte gehen davon aus, dass wir in 2024, und ich habe Ihnen hier diese blaue Linie, ist die Entwicklung in Europa für die Europäische Zentralbank. Hier gehen die Märkte davon aus, dass wir von 4 auf 2% absinken werden im Laufe dieses Jahres. Vielleicht sind es auch 1,5 Jahre, aber das sind klare Signale. Das heißt, Geld wird sich signifikant um circa 2% wieder verbilligen und damit den Konsum und die Konjunktur ankurbeln. Die Aktienmärkte, das Kurs-Gewinn-Verhältnis hier dargestellt, das ausdrückt, je höher das Kurs-Gewinn-Verhältnis, desto teurer sind Aktien, je niedriger, desto billiger sind sie zu bekommen. Und aktuell, Sie sehen, wir sind deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.
haben wir ein Kursgewinnverhältnis von 13, also bei weitem nicht überteuert, sondern immer noch günstige Einstiegswerte, die wir hier sehen. Der deutsche Aktienindex, er befindet sich in seinem langfristigen Aufwärtstrend. Die kurzfristigen Schwankungen darf man sich nicht irritieren lassen. Wir stehen aktuell bei 16.600, 700 Punkte. Und für uns ist klar, dass wir in absehbarer mittelfristiger Zeit auch die 20.000 Punkte im DAX sehen werden. Auch der amerikanische Markt, Wirtschaft findet einfach immer statt. Der Markt ist ein Bullenmarkt, strebt ebenfalls nach oben, aktuell bei 37.900 und die von uns propagierten 40.000 sind schon in bald greifbarer Nähe gekommen. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht geht es ja mit den Wahlen in den USA in die richtige Richtung und nicht in eine chaotische Richtung. Gold kratzt an seinen Höchstkursen, aktuell etwas über 2.000 noch. Aber hier sehen wir durchaus auch Potenzial Richtung 2200, 2500. Gold hält man als strategischer Sicherheitsgurt in der Vermögensanlage am besten physisch und stabilisiert somit sein Gesamtportfolio. Die Währung Euro-Dollar, das wird spannend. Hier sehen wir, dass sich die Range bei 1,09 weiter verengt und es wird spannend sein, ob der Euro neue Stärke gewinnt oder der US-Dollar wieder schwächelt, das ist ein wichtiger Bestandteil für die Portfolios und deren Währungsausrichtung. Aktien, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen uns, wir sind positiv eingestellt. Ich durfte auch schon über 40 Jahre, also über 4 Dekaden, diese schönen Erträge einfahren. Aktien bleiben für uns erste Wahl, denn sie bieten direktes Eigentum an Unternehmen, also auch Angestellte haben die Möglichkeit, sich am führenden Unternehmen dieser Welt zu beteiligen. Sie bieten Schutz gegen negative Realzinsen, die wir nach wie vor haben. Sie bieten Schutz gegen Inflation und Schutz gegen die ausufernden Staatsverschuldungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa oder gar weltweit. Dennoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, es scheint nicht nur die Sonne. Auch im Risikomanagement muss man natürlich auf der Acht sein, auf der Hut sein und immer wieder die Risiken bemessen und bewerten. Denn es ist im Gespräch steigende Schenkungs- und Erbschaftssteuer, die da kommen kann. Auch diese Dinge gefährden natürlich den Erfolg von Vermögensanlagen. Die Verfassungsklage bei der Abgeltungssteuer von 25% ist nach wie vor am Laufen. Und es könnte im schlimmsten Fall passieren, dass der Steuersatz auf den Spitzensteuersatz eben angepasst wird, was richtig Geld kostet. Aber auch im Immobilienbereich gibt es Diskussionen und Gemunkel, dass die steuerfreie Immobilienveräußerungen nach 10 Jahren eben vielleicht nicht mehr steuerfrei sein soll. Ähnlich wie es auch bei den Aktien mal abgeschafft wurde, da waren Kursgewinne auch mal steuerfrei. Einzelne Mandanten von uns sichern bereits jetzt ihre entstandenen noch steuerfreien Immobiliengewinne über die letzten Jahrzehnte und investieren eben gesichert. Gesichert und damit bin ich beim Stichwort Asset Protection, also der Schutz für das bestehende Vermögen. Nicht die Kursschwankungen, die an den Aktienmärkten bestehen, sondern der Zugriff oder das Risiko von Zugriffen auf mein Vermögen durch Steuer oder andere gesetzliche Änderungen macht durchaus Sinn, sich hierzu Gedanken zu machen. Vielleicht sogar die Strategie anzupassen. Jetzt zum neuen Start ins Jahr macht es vielleicht Sinn, die Jahresstrategie, die langfristige Strategie, der man ja durchaus treu bleiben soll, einmal anzupassen. Wir sind gern die Profis an Ihrer Seite und helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden. Denn wir vertrauen auf unsere Wertgrundsätze. Das habe ich seit über 40 Jahren genießen dürfen. Tun Sie es auch, dann ist es uns für die Zukunft nicht bange. In diesem Sinne, Ihr Andreas Glocker.